Die Leute folgen sich nicht wegen Empathie, sie folgen sich und heucheln der Community Zusammenhalt vor. Also die Meinungsfreiheit wird definitiv eingeschränkt, das dürfte ich persönlich selber erfahren. Sie lassen sich kaufen und vergessen dabei ihre moralischen Werte. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Sekt Plus Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr seid gesund. Ich wollte mich kurz für mein letztes Video bedanken. Danke für die positive Resonanz. Danke für die zahlreichen Aufrufe. Hat mich sehr gefreut, dass ich so gut empfangen wurde. Danke auch an dieser Stelle an das Sekt Plus Team für die Unterstützung. Ja, um was geht es heute in diesem Video? Ich mache ja immer Q&As auf Instagram, also Fragerunden mit meiner Community. Und da hat mir eine Frage sehr, sehr gut gefallen. Und da hat mich jemand gefragt, kannst du uns die größten Lügen in der Fitness- und Bodybuilding-Branche nennen? Die Frage hat mir so gut gefallen, dass ich ein Video darüber machen möchte. Ich habe mir da auch gewisse Notizen gemacht auf meinem Handy, weil ich vorbereitet in das Video möchte natürlich. Ne? Und ich darf nichts auslassen. So, ich habe mir alles notiert und ich möchte euch gerne einige Sachen sagen bzw. erzählen. Ich bin ja schon sehr, sehr intern oder beziehungsweise eine gewisse Zeit schon intern in dieser Fitnessbranche. Ich sehe vieles, was ihr nicht seht und ich habe so einige Sachen aufgeschrieben. Also die Thematik lautet, die größten Lügen in der Bodybuilding- und Fitnessbranche. Ja? Ich habe da einige Sachen aufgeschrieben, die können wir jetzt gerne gemeinsam durchgehen. Ich greife hiermit kein persönlich an, ich meine keine Marke oder etc. Ich teile euch nur meine persönliche Meinung bzw. Erfahrung mit, die Erfahrung, die ich machen durfte über die Jahre. Und mit Sekt Plus habe ich halt das Privileg, dass ich mich frei äußern darf. Ich habe einen sehr guten Sponsor hinter mir, der mich unterstützt, der mir volle Freiheit lässt in den Videos bzw. im Social Media Bereich. Danke an dieser Stelle. Und ja, als ersten Punkt ja, habe ich notiert, die Athleten bzw. die Leute, die unter Vertrag sind, folgen sich nicht gegenseitig, weil sie sich mögen, sondern sie werden meistens durch die Sponsoren oder der Marke gezwungen. Sprich, die Leute folgen sich nicht wegen Empathie oder bzw. weil sie sich außerhalb des Social-Media-Bereiches mögen und kennen, sondern sie folgen sich und heucheln der Community Zusammenhalt vor und wir verstehen uns so gut etc. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass da nicht immer alles so rund läuft, wie es scheint nach außen. Dann habe ich aufgeschrieben, Meinungsfreiheit wird in einigen Fällen verboten. Damit meine ich zum Beispiel, vielen Athleten wird verboten, sich zur Politik zu äußern, über Religion zu reden oder zum Beispiel etwas über andere Athleten oder Marken zu sagen. Also die Meinungsfreiheit wird definitiv eingeschränkt, das dürfte ich persönlich selber erfahren. Ich sage jetzt nicht, bei welchem Sponsor etc. Die Leute, die unter Vertrag sind, müssen Arbeit vollbringen, die sie gar nicht wollen. Sprich, die müssen zum Beispiel Produkte bewerben, die sie gar nicht bewerben wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich wird auch... Gibt es Leute, die arbeiten, die Arbeit nicht mögen, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in Firmen. Magst du deine Arbeit? Ja. Sehr gut, dann hast du schon mal einen guten Job. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, sie nehmen Produkte, sie bewerben Produkte, sprich Supplemente, die sie gar nicht nehmen oder benutzen im echten Leben. Wie oft habe ich schon gesehen, dass Leute vor der Kamera sind, und einfach irgendwelche Produkte bewerben, die sie gar nicht selber nutzen, einfach nur dafür bezahlt werden, der Community oder nach außen den Vorschein machen, dass sie diese Produkte schon monatelang benutzen, dass das sehr gute Produkte sind und selber gar nicht im echten Leben diese Produkte benutzen. Ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz große Lüge. Sie bewerben für Geld alles, habe ich geschrieben. Das heißt also, wenn Sponsoren kommen, andere Sponsoren eine gewisse Summe zahlen, wird einfach Werbung dafür gemacht, kann man auch in einigen Fällen nicht verübeln, weil es deren Job ist. Aber da werden zum Beispiel die eigenen moralischen Werte beiseite gelegt und einfach für alles Werbung gemacht. Man lässt sich theoretisch für Geld kaufen.
Das ist jedem selbst überlassen. Das kann man machen, wenn man Geld braucht, wenn es die Arbeit ist. Das ist jetzt nicht so dramatisch, meiner Meinung nach. Nur man sollte sich schon nicht für Geld so hinstellen, dass alles bzw. jedes Produkt das Beste ist. Oder dass das genutzt wird, dass dieses Produkt genutzt wird. Ja, Geld ist nicht alles, ja. Dann habe ich aufgeschrieben, sie treffen sich niemals ohne Kamera oder hinter der Kamera und tun vor der Kamera dann, wenn ein Video drehst, als ob es beste Freunde sind. Also ich kann euch sagen zum Beispiel, dass 90% ja, der Leute, die sich vor der Kamera treffen, niemals im echten Leben auch hinter der Kamera treffen und gemeinsam zum Beispiel was essen gehen oder unternehmen. Meistens sind es immer geplante Projekte, wo sie dann vor der Kamera so tun, als ob sie die besten Freunde sind, sich schon jahrelang kennen. Also ich habe das Privileg, dass ich mich sehr, sehr gut mit Menschen, anderen Athleten auch hinter der Kamera verstehe. Wir oft telefonieren. Ich pflege das zum Beispiel. Deswegen bin ich da gut gesegnet, beziehungsweise habe das so gut hinbekommen, dass ich mich mit den Leuten, mit denen ich auch folge, mich privat treffe, beziehungsweise gut verstehe. Natürlich folge ich auch irgendwelchen Leuten nur für deren Internet-Content, beziehungsweise Social-Media-Content. Klar, wenn die weiter weg sind, zum Beispiel vom Ausland oder so, das ist ja ganz normal. Dann habe ich geschrieben, das meiste ist kalkuliert und abgesprochen. Sprich, Zufälle gibt es nicht. Also einen ganz geringen Fall, ja, das meiste ist kalkuliert und abgesprochen und dann wird das so dargestellt, als ob es ein Zufall ist oder plötzlich passiert ist, ist aber nicht der Fall. Also ihr könnt euch sicher sein, dass die meisten Sachen ja im Internet kalkuliert und berechnet worden sind. Also Zufälle gibt es ganz, ganz selten. Das ist eine Sache. Verhaltensregeln habe ich aufgeschrieben. Der Sponsor schreibt einem vor, wie man sich zu verhalten hat. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt auch Sachen, die habe ich jetzt selber nicht erfahren, aber von gewissen anderen Leuten, wo der Sponsor bzw. Die Marke schon extrem eingreift in die Verhaltensregeln von dem Athleten oder der Person, die gesponsert ist. Zum Beispiel wird denen vorgegeben, hey, du darfst nicht denen folgen, du darfst bloß mit denen kein YouTube-Video drehen, du darfst dieser Marke nicht folgen. Also auch da wird extrem viel hineingefuscht, beziehungsweise da wird echt gesagt, okay, du musst das so machen. Ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann habe ich geschrieben, Persönlichkeiten und Charakter sind nicht gleich wie vor der Kamera. Das habe ich ja schon vorhin gesagt. Also, dass die Leute nicht meistens so sind wie vor der Kamera und hinter der Kamera haben sie zwei Persönlichkeiten. Bin ich auch so asozial hinter der Kamera wie vor der Kamera? Also, da wird geschauspielert, da wird ein falsches Gesicht aufgesetzt, nur um an der Community anzukommen. Meistens fällt aber die Maske irgendwann und die Wahrheit kommt ans Licht. Ne? Dann habe ich geschrieben, Fitness-Lifestyle wird nicht zu 100% durchgezogen. Hinter den Kulissen sieht das ganz anders aus. Also es wird immer so dargestellt, wie ich mache jeden Tag Sport, ich esse immer meine Mahlzeiten. Ganz ehrlich, hinter der Kamera, da sieht es auch anders aus, da wird man nicht zum Training gegangen. Es gibt viele Leute, die auch nicht nach dem Essensplan essen. Also das ist nicht immer so alles Gold, was glänzt vor der Kamera. Da wird oft gefuscht und gelogen. Dann habe ich aufgeschrieben, die Leute benutzen Fake-Gewichte, viel Photoshop. Natürlich Bilder bearbeiten ist das A und O. Ja, viele Bilder sind bearbeitet, meine auch. Natürlich, man müsste ja so viele Klicks wie möglich generieren und das Bild so gut wie möglich ankommen. Das ist klar, ne? Aber die meisten Bilder sind halt bearbeitet. Es gibt Bodybuilder, die benutzen Fake-Gewichte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Da muss man mal drauf achten. Ne? Aber da wird viel, viel bearbeitet, beziehungsweise viel geschummelt bei Fotos. Dann habe ich geschrieben, einige Menschen täuschen Beef vor für Reichweite. Also, ich habe mich auch schon aufgestritten mit Leuten im Internet, klar, das passiert mal. Aber dann gibt es so Fälle, die täuschen, die provozieren wirklich Beef, um Aufsehen zu erregen,
Und es kann auch sein, dass sogar der Beef vorgetäuscht ist, sprich die Leute sich im echten Leben trotzdem verstehen, aber vor der Kamera oder im Social-Media-Bereich sich streiten, um nur so Aufmerksamkeit zu kriegen. Das wird oft in der Rap-Szene gemacht, das gibt es mittlerweile auch leider im Bodybuilding-Bereich. Und als letzten Punkt habe ich geschrieben, sie lassen sich kaufen und vergessen dabei ihre moralischen Werte, das habe ich vorhin schon gesagt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Leute verändert haben, mit denen ich früher zu tun hatte, jetzt im Social-Media-Bereich. Viele haben sich durch Geld geändert. Das ist jedem selbst überlassen, aber die Szene ist einfach eiskalt und meistens ist es nicht immer so, wie es scheint vor der Kamera. Hinter der Kamera läuft es ganz anders ab. Natürlich kann ich das verstehen, wenn einige Menschen ihr Geld damit verdienen. Klar, ich bin aber der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass man niemals vergessen darf, wo man herkommt und die Community so gut wie möglich pflegen sollte, weil ohne die Community, ja, ohne euch, dann wird das Ganze gar nicht laufen und Ehrlichkeit wird hier am längsten. Ihr müsst mal bei mir zum Beispiel gucken, ich bin kein Engel, ja, ich will mich hier nicht als Vorbild zeigen, aber ich zum Beispiel promote wirklich nur die Produkte, die ich selber nutze. Ich habe da auch ein Supplement-Video auf meinem Kanal gemacht über Supplemente, die ich wirklich nutze. Da habe ich früher sogar gegen meinen eigenen Sponsor geschossen, was ich gar nicht benutze. Und ja, diese Punkte habe ich mir notiert. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch noch was interessiert, schmeißt es auch in die Kommentare einfach rein oder schreibt es rein. Ich lese die Kommentare, ich beantworte die Kommentare gerne. Ja. Wenn ihr was anderes wissen wollt, sprich eine andere Thematik, dann lasst es mich wissen. Ich kläre gerne auf, ich nehme jede Kritik an und ich nehme jeden Vorschlag an. Oder Bobby? Ja, ne? Warum diese Sachen hier stehen, viele, die mich auf Instagram verfolgen, ich bin ein Fan von Berberin, ja? Jetzt kommt auch noch Werbung. Nein, aber das nutze ich wirklich selber. Zec Plus hat ihren eigenen Nährstoff auf dieser Maisa rausgebracht, da ist Berberin drin. An jeden, der das interessiert. Und wieso ich das hier tue, wenn ihr mehr über Supplemente wissen wollt, über Produkte, die ich nutze oder die wir im Sortiment haben, schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten lasst es sein. Und ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich könnte einmal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewähren, wie das so abläuft und wie so ein Sponsoring auch aussehen kann. Und ich hoffe, es ist interessant gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Ich danke euch trotzdem für den Support. Danke an Zec Plus, dass ich hier sein darf. Und danke euch, Leute.